Ja, moin moin, ihr Party-People und herzlich willkommen zur vierten Folge The Age of Empires 2. Wir machen weiter mit der The Age of Kings Kampagne. Johanna von Orléans. Steht da ein schöner Text dabei, den habe ich bei William Wallace gar nicht vorgelesen, aber bei Johanna von Orléans werde ich es mal eben machen. Der Krieg zieht sich nun schon seit 100 Jahren hin und die Franzosen haben jede Schlacht verloren. Bald werden die Engländer mit ihren Verbündeten ganz Frankreich erobern. Der französische Thronerbe hat nicht den Mut, den Thron zu besteigen. Das französische Heer ist verwundet und müde. Es hat alle Hoffnung aufgegeben. Doch in der finstersten Stunde kommt ein junges Bauernmädchen und erklärt, sie habe vor, Frankreich zu retten. Das ist Johanna von Orléans, eine seltsame Befreierin. Nummer 1. Auf geht's. 19. Februar, Heereslager in der Nähe von Vaucouleurs. Heute Morgen hatte ich beim Aufwachen Bilder von Schusswaffen und kaltem Stahl in meinem Kopf. Seitdem ich zu sehen muss, wie mein geliebtes Frankreich durch den Krieg ruiniert wird, habe ich diese Albträume immer öfter. Während ich durch das Lager wanderte, ohne den neu gefallenen Schnee zu bemerken, sah ich jedoch die Verletzungen und die Erschöpfung eines jeden meiner Soldaten, denen die Hoffnungslosigkeit in den Augen geschrieben stand. Da sah ich das Mädchen zum ersten Mal. Sie sagte uns, ihr Name sei Johanna, dass sie eine Bäuerin sei und weder reiten noch kämpfen könne. Sie sagte uns ebenfalls, dass sie vorhabe, Frankreich zu retten. Der düstere Schleier wich von den Seelen der Männer. Ihre Stimme klang überzeugend und wir saugten jedes ihrer Worte in uns auf. Ich mag meinen Glauben verloren haben, Johanna jedoch hat den ihren behalten und das ist mir genug. Johanna bat uns, die ausgemergelte Soldatentruppe, sie nach Chinon zu begleiten, wo der rechtmäßige Dauphin Frankreichs sich vor seinen Feinden versteckt hielt. Das vom Krieg verwüstete Land, das wir auf dem Weg dorthin durchqueren müssen, wird von Plünderern heimgesucht und wir werden viele Männer verlieren. Der Tod ist von nun an unser ständiger Begleiter. Doch für Johanna werden wir ihm noch einmal entgegentreten. Ja. Johanna von Orléans. Beispielsweise habe ich, was heißt beispielsweise? Ich habe früher im Deutschunterricht das Buch hierzu gelesen. Das fand ich wirklich gut. War damals in meinem Deutschleistungskurs. Und wie gesagt, das hat mir wirklich gut gefallen. Und auch die Geschichte an sich finde ich wirklich sehr interessant. Und wir starten einfach mal. Unsere Ziele sind: Begleiten Sie Johanna vom Lager bei Vaucouleurs oder so zum Schloss von Chinon. Johanna muss überleben. Das ist Johanna. Mein Kumpane und ich werden euch sicher in das Schloss des Dauphins geleiten, selbst wenn wir dabei unser Leben lassen müssen. Ich bin Jean de Metz und ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Das ist nett. Dann wollen wir doch mal los. Nee? Sind das auch gleich meine? Oder nicht? Nein? Warte. Ihr seid die Jungfrau von Orléans. Ich habe eure Forderungen gehört und glaube, was ihr sagt. Wir werden euch nach Chinon vergeben. Wollt ihr da auch mit? So ein paar Bogenschützen könnt ihr vielleicht noch gebrauchen. Wartet! Ihr braucht vielleicht noch ein paar Bogenschützen. Ja, danke! Ja, sehr gerne. Her damit. Ihr müsst vorsichtig sein auf dem Weg, der vor euch liegt. Unsere Feinde, die Engländer, befinden sich auf einem Streifzug. Und ihre burgundischen Verbündeten sind allesamt Verräter. Äußerste Vorsicht ist das Gebot der Stunde. Aber die werden uns doch hundertprozentig dann trotzdem so ansonsten gleich angreifen. Deswegen gehen wir da mal direkt rein. Ja, sehr schön. Ich denke mal, dass wir hier entlang müssen.
Vielleicht müssen wir auch den anderen Weg entlang gehen, ich weiß es nicht. Vielleicht macht uns der Wald gleich... Achtung, vor uns wütet eine Schlacht. Wow. Bleib zurück, damit wir nicht ins Kreuzfeuer geraten. Ja, wir bleiben mal lieber zurück. Besser ist es. Das sind die feindlichen Briten. Und das ist das französische Heer. Ich hoffe, dass ihr den Krieg wirklich zu Ende bringen könnt, Jungfrau von Orléans. Oh Gott, oh Gott. Ja, wir gehen jetzt schon mal so ein Stückchen. Hoffen, dass die sich gleich alle vom Acker machen, sodass wir ungestört hier durchziehen können. Folgen wollen wir denen nicht, weil die haben Unager. Die machen uns sehr, sehr schnell kaputt. Und das wollen wir mal lieber nicht riskieren. Ne? So ein paar Briten haben wir vielleicht mitgenommen. Aber das ist nicht der Rede wert. So. Übrigens eben gesehen, in dem Startbildschirm der Kampagne, dass wir auf dem Schwierigkeitsgrad Standard spielen. Standard hört sich gut an. Ich denke mal, das ist irgendwie so ein mittlerer Schwierigkeitsgrad. Hier können wir wahrscheinlich nicht drüber, oder? Kommen wir hier drüber? Die Engländer müssen sie zerstört haben. Wir müssen einen anderen Weg nach China ausfindig machen. Die müssen sie zerstört haben. Ja. Also... Ich denke, Standard ist ganz gut. Das ist wahrscheinlich der mittlere Schwierigkeitsgrad. Werden wir erstmal beibehalten, wenn es uns zu schwer wird. Können wir es immer noch runterregeln, wenn es... Okay. Sind Feinde, oder? Können wir an denen einfach vorbei? Oder greifen die uns an? Also wenn es uns zu schwer wird, können wir immer noch runterregeln und... Wenn es uns zu leicht wird, dann regeln wir halt eben hoch. Vielleicht auf schwer oder so, aber ich glaube, das ist erstmal ganz gut. Und das sind auch Feinde. Dann müssen wir hier auch hier am Wasser entlang gehen, weil mit den Gegnern möchte ich mich gerade nicht unbedingt einlassen. Guck mal, das französische Heer ist in der Feudalzeit. Briten sind in der Imperialzeit. Dass wir da keine Schnitte haben, das ist auch klar. Wildbret. Oh, Wildbret. Also so ein schöner Wildbraten, da hätte ich jetzt auch nichts gegen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, liebe Party People. Würde ich jetzt nicht ausschlagen. Okay, hier können wir nicht weiter. Können wir hier hin? Nein. Wir müssen einen anderen Weg finden. Können wir hier irgendwie übers Wasser drüber? Hier unten noch? Ansonsten müssen wir dann hier da durch? Durch das Lager? Das sind ja hier auch unsere Feinde, glaube ich. Hoffentlich greift ihr uns nicht an. Eine Kriegsgaleere. Liebe. Okay. Alles Liebe machen. Liebe machen, ja. Ja. Wegelagerer. Jetzt greifen sie uns an. Angriff. Wegelagerer plündert hilflose Reisende aus. Was ist nur auf unserem Heimatland geworden? Bonjour. So, und ihr werdet jetzt auch dran glauben müssen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das jetzt Not getan hat. Ich wollte jetzt mal hier durch. Und hoffe, dass wir hier weiterkommen. Aber... Ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen. Aber sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier ist so eine schöne Schneise durch den Wald durch. Hier Wölfe. Werden die uns angreifen? Nö. Brauchen wir auch kein Leben lassen. Dafür. Weitere Wegelagerer. Können wir uns an denen vorbeischleichen? Scheint so.
Dass die uns aber nicht längst schon ertappt haben, ne? Ein bisschen komisch. Wahrscheinlich wäre es sinniger gewesen, hier wirklich am Anfang hier entlang zu gehen, oder? Hier ist noch eine Brücke. Ist die Brücke denn intakt? Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir denn hier auf der Seite irgendwo mal irgendwelche Verbündeten? Groß ist deren Ort hier unten aber auch nicht. Ja, französisches Heer verbündet. Ja, hier sind wir doch richtig. Sehr schön. Können wir denn hier mal so ein bisschen... eure Sachen zusammen, Männer. Wir ziehen mit der Jungfrau von Orléans. Wir werden den Rambock mit uns mitnehmen. Er wird uns vielleicht vornutzen. Okay, Freunde, das wird jetzt eine sehr schwerfällige Reise. Warum auch immer hier so ein Hütchen ist. Hinter der Brücke liegt eine burgundische Burg mit vielen Kriegern. Kehrt sofort um. Ja, ist das so? Ja, okay. Ich kehre doch lieber um. Freunde, aber wie geht's weiter? Wo gehe ich entlang? Hier hinten geht's auch nichts noch weiter, oder? Meine Ziele? Begleiten Sie Johanna vom Lager bei Vaucluse zum Schloss von Chinon. Das ist ja wahrscheinlich dann das hier. Chinon. Ja, das sieht gut aus. Hier sind so Flaggen. Dass wir hier vielleicht weiter können. Hier runter dann. Oder so. Wenn natürlich hier alles zu ist, durch Wälder wie hier, haben wir natürlich unter Umständen das Problem, dass wir auch hier nicht weiter können. Ja. Das ist das Problem, wir können auch hier nicht weiter, liebe Leute. Deswegen müssen wir wahrscheinlich hier durch das feindliche Lager durch, ne? Weil hier ist dann die Burg der Burgunder. Da wollen wir ja nicht hin. Geht mal hier hin. Geht mal hier hin und zerstört mir mal bitte das Tor angehen. Ist vielleicht nicht ganz so nützlich, weil das Tor wahrscheinlich länger braucht. Weil es schon mal gut ist, weil wir jetzt ein paar Pikeniere haben. Ja, das sind Pikeniere. Sind vielleicht nicht die besten Einheiten. Aber meine Güte, ist jetzt nicht weiter tragisch. Ich hoffe, dass wir hier einfach so dran vorbeikommen. Ja... Okay. Wir werden dieses Mal gegen die Wölfe kämpfen. Okay. Das haben wir geschafft. Ich habe gesehen, in diesem Spiel gibt es unglaublich viele Errungenschaften auf Steam, die man freispielen kann. Ich bin ja so ein kleiner... Ich sag immer so schön, Errungenschaftsaffiner Mensch. Wir brauchen eine Mange oder einen Rambock, um durch diese Welle hindurchzukommen. Ja, warum fährt der da durch die Gegend? So, 2750, aber die Mauer hat nur 1800. Mach das mal. Und ihr anderen werdet mal eben kurz nichts tun erstmal, beziehungsweise vielleicht auch gleich drauf einschlagen. Na komm, schlagt mal mit drauf. Oh Gott.
Hallo, Bogenschützen. Zieht auf die. Mein Gott. Guck mal, der Sturmbock ist gleich tot. Ihr Franzosen begreift nie, wann es Zeit ist, aufzugeben. Doch, doch. Begreife ich schon. Dann stirb du auch. Perfekt. Mach das Tor mit kaputt, bitte. Ja, komm, einfach rein da. Einfach rein da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alle raus da. Ich will nicht, dass ihr da reingeht. Mein Gott, der ist so Bertrand, ist ja ganz schön anstrengend. So. Geht einfach mal weiter, so dass ich vielleicht hier durchgehen kann, um an mein Ziel zu kommen. Ich hoffe, das klappt auch. Leider haben wir herbe Verluste einstecken müssen, was Bogenschützen angeht. Ich glaube, wir hatten 4 und haben jetzt nur noch 2. Das war bei diesen Wegelagerern das Problem, aber hier kommen wir durch. Das ist sehr gut. Wir hätten ja vorher schon hier dran gehen können. Ja, hätten wir dann wahrscheinlich volle Kanne versagt, weil wir dann gar nicht stark genug gewesen wären, weil wir gar keine Belagerungswaffe hatten. Also den Sturmbock oder Rambock. Sturmbock nicht. Das wäre echt mega Mist geworden. Aber ich glaube, wir haben es jetzt größtenteils geschafft. Ein französischer Herr verbündet. Sehr schön. Ein Interhalt. Überall burgundische Soldaten. Bewegt euch schnell in Richtung Westen zum Fluss. Von dort aus können wir dann die Flucht antreten. Dann mal lieber schnell. Komm. Angriff. Los, stirb! Ist hier noch einer? Da. Sehr schön. Auf geht's in die Transportboote. Bonjour. Bonjour. Ja, das Transportschiff ist voll beladen. Ja, okay. Wo müssen wir denn abliefern eigentlich? Kann man hier oben abliefern oder müssen wir weiter unten des Flusses abliefern? Abladen? Wie auch immer man es nennen möchte, wahrscheinlich weiter unten, weil hier ist alles felsig. Ja, okay. Wir müssen hier weiter. Hier sind auch ein paar von unseren Mannen gestorben. Ich glaube nur einer oder zwei. Wartet mal, wir hatten vorher 20. Jetzt haben wir 22. Wir haben 3 Schiffe dazu gekriegt, also ist einer gestorben. Das hier sind noch 4. Das heißt, ein Boot kann dann gleich nochmal zurückfahren und die einsammeln. Oder konnte ich hier jetzt abladen? Weiß es nicht. Weiß es echt gerade nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das ging. Na, hier war das ganze Wildbret. Hier kann ich aber abladen, oder? Auch keinen großen Sinn gerade.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, er ist da stehen geblieben, das ist schon mal schön. Hier würde ich gerne abladen. Okay, fahrt ihr bitte nochmal hier zurück. Wer weiß, ob ich die noch brauche. Aber ich kann ja schon mal mit denen hier weiterlaufen. Vielleicht kriege ich die ja. Ihr wollt ja das französische Heer anführen? Ja, will ich. So viel Zuversicht mit Skorpionen. Ist mir seit Beginn des Krieges nicht mehr untergekommen. Sehr gut. Ihr bekommt 6 weitere Soldaten, Johanna von Orléans. 6? Was ist mehr? Ihr 6 Soldaten und 2 Skorpione. Ist doch hervorragend, ey. Super. Fällt mir. So, da kommen die. Um euch abzuholen. Sehr schön. Dann geht doch mal hier in das Schiffchen hier rein. Und auf geht's. Hier kommt alle mit. Alle mit hier runter. Ich sag mal so, bei diesen Missionen, es ist jetzt nicht sonderlich schwierig, aber mehr ist, glaube ich, nicht verkehrt. Gerade in Bezug darauf, dass wir möglicherweise noch auf einen Gegner treffen könnten, der ist faustdick hinter den Uhren hat. Wer weiß? Weil zwischen hier und hier ist noch ein ganz schöner Weg. Deswegen ich da nicht unbedingt zuversichtlich bin, dass das direkt funktioniert. So, hier kannst du abladen. Das feindliche Schiff ist auf jeden Fall hier weg. Ja, komm. Na, los. Und ihr fahrt jetzt hier unten rüber. Und verweilt hier in Sicherheit. Keiner angreifen wird. Sehr gut. Und wir fahren fort mit unserer Mission, die Jungfrau von Orléans, oder wie sie hier heißt. Doch, die Jungfrau Johanna ans Ziel zu bringen. Auf geht's! Auf geht's! Sehr schön. Nein! Warum greift ihr die denn an? Ja, voll Trottel. Gut, dass ich die noch geholt habe. Kein Gegner mehr, passt. Also weiter in der Richtung. Ah, die Grünen wäre ich gern umgangen. Naja. Was will man machen? Ich habe aggressive Haltung wahrscheinlich drinne. Dann die. Wie sieht denn das denn aus? Die Formation ändert. Ach, meine Güte, laufen sie ja voller Kanne durch die Büsche. Aber so sind sie breiter aufgestellt. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Sind das Felder der Gegner? Nee, Chinon. Ah, das sind unsere. Von unserem Verbündeten. Sehr schön. Hier muss ich entlang, definitiv. Die sind. In welcher Zeit sind die eigentlich? In der Ritterzeit. Ah, komm. Macht mal wieder hier so ein bisschen engeres Kommando. Ansonsten laufen die wahrscheinlich wieder um die Brücke herum beim drübergehen. Wir haben es geschafft. Ja, bitte weiter. Wir haben es geschafft. Wir sind in Chino. Lauf gleich doch hier. Schön gesichert. Sieht auf jeden Fall also schön aus. Wenn uns jetzt jemand verfolgt,
Sind wir zumindest schon mal safe, weil hier die Haupttürme unseren Gegnern Schaden anrichten werden. Und auch hier noch Verteidigungseinheiten stehen. Tribok oder Tribok. Ich habe mal Tribok damals gesagt. Elite-Soldat, ein Priester, ein Mönch. Kannst du uns heilen? Versuchst du gerade tatsächlich jemanden zu heilen. Ja gut, das ist jetzt glaube ich nicht mehr notwendig, dass du uns heilst. Aber vielen Dank dafür, dass du es versucht hast oder auch immer noch machst. Vielen, vielen Dank. Aber wir schaffen das tatsächlich auch diesmal ohne. Das Schloss des Ufens. Also eine Burg. So. Wir müssten ja jetzt eigentlich fertig sein. Wir sind angekommen, Johanna hat überlebt. Müsste eigentlich alles so passen, oder? Nein? Ach, Johanna muss bestimmt näher kommen, oder? Ja. Jawohl! Sie haben gewonnen. Burgund besiegt, Wegelagerer besiegt, Briten besiegt. Sehr schön. Hier für den Briten ist nur noch eine Einheit übrig. Ein Elite-Langbogenschütze. Der hätte uns wahrscheinlich Probleme gemacht, wenn wir den angegriffen hätten. Hier wären wir nicht hingekommen. Ja, da hätten wir Probleme bekommen mit einer Mange. Mit einigen Armbrustschützen. 8 Stück. 4 Rittern. Und hier auch nochmal 3 Armbrustschützen und einer Mange. Plus natürlich die Wachtürme und die Burg. Das hätten wir nicht überlebt. Definitiv nicht. Aber wir haben jetzt unsere Gegner besiegt. Das ist doch sehr schön. Wer dümpelt hier rum? Eine leichte Kavallerie. Ja. Hier? Elitekämpfer. Ja, das soll er mal machen. Hier keine Chance. Naja. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Würde ich mal so behaupten. Ja, alles erledigt. Was steht denn eigentlich unter Hinweisen? Ach so, okay, verstehe. Laufendes Spiel beenden. Ja. Als Johannas Schritte in der mit Marmor ausgestatteten Schlosshalle widerhallten, staunten die dickleibigen, tuschelnden Herzöge nicht schlecht. Der Dauphin selbst schien erschrocken, als Johanna ihm die Füße küsste. Mein edler Dauphin, so fragte sie. Warum beansprucht England für sich, was uns gehört? Warum werdet nicht ihr zum König von Frankreich gekrönt, so wie es euch zusteht? Die Höflinge begannen zu raunen. Der Kammerherr flüsterte dem Dauphin etwas zu. Dieser jedoch schubste den Kammerherrn weg und stand auf, um Johanna von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Zwar reichte sie nur bis zur Schulter des Kleinsten unter uns, aber alle mussten zu ihr aufblicken, um zu ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was in diesem Augenblick zwischen dem Dauphin und seiner zukünftigen Erretterin vorging. Es war jedoch offensichtlich, dass auch der Dauphin in ihrem Bann stand. Ja, sehr schön. Ah, jetzt auch Errungenschaften mit Punktzahlen und so weiter. Wir sind der Sieger, haben die Gesamtpunkteliste nicht gewonnen, das war das französische Heer, obwohl das voll abgelost hat gegen die Briten. Ja. Wir haben weniger als Burgund, ja, okay, weniger als Chinon, kann ich verstehen. Französische Heer, ja gut, wenn ihr meint, ja gut, ihr hatten eigene Einheiten, die da rumstanden. Briten am Ende nicht mehr so viel, aber die waren eigentlich die stärksten von allen. In der Militärstatistik haben wir definitiv bei den getöteten Einheiten gewonnen. Das französische Heer bei den gefallenen Einheiten leider die Höchstpunktzahl erreicht. Abgerissene Gebäude, wir haben eins abgerissen. Haben wir? Ach ja, das Tor, natürlich, bei den Burgundern. Und die Burgunder haben verloren, das Gebäude. Das größte Heer war von den Franzosen mit 65. Trotzdem waren die Briten besser und die Burgunder waren auch noch nicht dahinter, ne?
So, Wirtschaftsstatistik, das ist jetzt in dem Fall egal. 60% der Karte erkundet, das habe ich am meisten gemacht, ja. Gut, die waren in der Imperialzeit, klar. 84% Technologien entwickelt. Gut, dass wir es mit denen nicht zu tun bekommen haben. Größte Bevölkerung 7? Zum Ende überlebt alle, ja. Zeitlinie. Hier wurden Schlachten ausgetragen. Oh. Da ging es bei den Briten ganz schnell weg, wo sich die Armee verzogen hat. War auch nicht schlecht. Ja, alles klar. Johanna von Orléans, die Jungfrau von Orléans. Damit geht's beim nächsten Mal weiter, liebe Party People. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne auch ein Abo. Ein Abonnement. Wenn wir schon bei den Franzosen sind. Und Kritik gerne in die Kommentare. Ich nehme mich dem gerne an. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder Age of Empires 2 spielen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.